Hallo und herzlich willkommen. Was passiert, wenn ich Essig und Natron in die Toilette kippe? Ihr seht, es brodelt und brodelt und brodelt. So bekommt ihr jede Toilette wirklich richtig, richtig sauber. Ihr könnt auch Essig und Natron ins Spülbecken kippen, wenn es mal verstopft ist, zum Beispiel in der Küche. Lasst es einwirken, heißes Wasser drauf, ja, und dann ist das Rohr auch wieder frei. Die Toilette wird richtig, richtig sauber. Ich lasse das jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten einwirken. Ja, und dann ist die Toilette einfach nur sauber. Probiert es einfach mal selber aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zu meinem nächsten Video.